Wechsel mal die beiden. Ja, Dortmund, Schalke, alles gleiche Sippe. Ja. Ah. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder zur ARK. Letzte Woche habt ihr ja gesehen, wir haben uns hier die Base schon mal so einen Spot gesucht und haben schon ein Fundament gebaut. Ein Bettchen haben wir auch schon, hör mal. Und der gute Kutschi, der ist natürlich jetzt auch mit dabei, ne? Grüße gehen raus. Heslon. So, und neuer Tag bricht an und natürlich auch für uns, ne? Inshallah. Plan ist natürlich jetzt so unsere sweete Hollywood Hills Höhle hier so ein bisschen auszubauen und dann mal die Gegend so ein bisschen zu erkunden und vielleicht mal so einen MG-Ballermann. Und dann gehen wir einfach mal hier durch und schlicht mal die ganzen Streitereien hier. Ja, dann machen wir selber mal Royal Rumble hier, Alter. Ja, so. Machen wir Hackback. Oh, shit. Was denn jetzt? Ja, Falco. Falco, Alter. Oh, ich sehe die Zahlen aufploppen. Mal her. Soll ich helfen irgendwie? Jetzt knallt er den. Bom. Nee, weg hier, weg, weg. Du hast den gekillt? Aber was, hast du gesehen, wie ich es gemacht habe? Mit einer Rolle? Ja. Max, du bist ja der erfahrene Spieler von uns beiden. Danke. Und der das schon mal gemacht hat? Ja. Das bedeutet, ich sammle jetzt einfach weiter Steine und Wände. Und also, ich würde für diese Folge sagen, dass wir komplette Bude ready machen für Erzmanufaktur. Dass wir da Schmelze draus, Werkbank, Heu. Und dann Fabrikator, machen wir sowas. Deswegen machen wir schön Veranda außen rum. Denn sie will ja. Haben wir noch Stroh? Wir brauchen Stroh. Unnormal viel Stroh. Okay, ja, hol was. Hier sind ja überall Bäume. Einfach mit der Spitzhacke dran, Ende. Hier machst du noch ein... Hä? Ach, das ist die Veranda. Lass mich da mal bitte machen. Okay, dann baue ich hier eine Box und mache erstmal Sachen rein. Danke. Aber in Schrank, keine Box. Schrank, genau. So wie du. Müssen wir jetzt mal warten, bis Kutschi die fette Motte, guck mal. Alter, ich bin am Ackern. Komm denn. Ich bin am Schwitzen. So, setz dich mal hin, Kutschi. Mach's dir bequem. Wie viele Schränke brauchen wir? Drei? Ja, ich habe auch noch einen, falls da noch Bedarf ist. Oh, Präzision. Da können wir schon mal mit Leder reinknattern. Dann ist das auch weg. Also, früher, also mein Problem. Ja, ich höre das. Wenn du ja eine Wand platzierst. Dann kannst du ja Q drücken. Was passiert dann? Dreht die. Dann switcht die. So, das ist ja die Innenseite mit diesen Holzstreben. Und außen hat die das ja nicht. So, wenn du die platzieren willst und du drückst Q, tschüss, dann hat man die andere Seite. Und genauso geht das auch bei Dächern, dass die halt da nicht so hochditschen, sondern schön passend da drin sind. Hast du gerade eine Wand mal parat? Eine Wand habe ich dabei, ja. Geil, dann gib... dann. Also mit Fenster. Ja, wähl die mal auf, dass du die aufstellen willst. Ja. Jetzt drück mal Q. Geht auch nicht. Die haben das geändert. Und ich weiß nicht, warum man das macht. Ey, ohne Witz. Dieses Spiel ist seit 38 Jahren draußen. Und dann kommt irgendwann der Tag, wo sie sich sagen, Mensch, heute erinnern wir alle Shortcuts. Das ist halt so dumm. Ja, du kannst E drücken. Ist jetzt auf E? Ja. Okay, weil E habe ich auch ausprobiert, das ging nicht. Okay, ich gebe dir mal ein Dach, vielleicht liegt es an den Dächern. Geht aber nichts. Es geht einfach nicht mehr. Ja, dann sieht das da halt an der Stelle kacke aus. Das sieht echt kacke aus. Wir können da ganz viel Schränke. Da können wir die ganzen Schränke einfach draufknallen. Oder wir machen hier eine Treppe hoch oder so. Ja, genau, sowas. Dass wir das einfach anders nutzen. Dass wir da so Stairs draufknallen. Die habe ich nämlich auch geskillt. Das würde ich mal ausprobieren. Ich bin gleich wieder. Was machen wir hier mit dieser Kacke? Ja, das ist halt Ende. Da kann man nicht mehr machen. Machen wir hier Fenster hin, würde ich sagen. Ich mache das jetzt einfach. Oh, schöner Ausblick. Guck mal, da guckst du aus dem Fenster. Wir können auch viel offen lassen. Nö, wir können das ja nach und nach dann noch verändern. Und auch abreißen. Man muss ja ausprobieren und genau. Sich das angucken. Genau. Und dann so als Innendesigner und Außendesigner, so du und ich so, ich und du. Ja, nö, Jacqueline, da müssen wir nochmal optimieren. Ich heiße Kalle, aber ist kein Problem. Ja, genau. Ich glaube, hier so Leiter hoch und dann kommst du so aufs Dach. Nicht Leiter. Treppe. In den zweiten Stock oder aufs Dach? Oh, wir können auch so eine... Oh, ich habe... Mit Beeten. Ja, und so eine... So Blumen, so und dann Tomaten. Machen wir da so eine Hälfte am Haus, machen wir mit so einem Waikiki-Dach und die andere Hälfte ist so Terrasse. Ohne. Mit Bank und Stühlen und sowas. Ja, oder so eine Viking-Bude mit so offenem Feuer und so in der Hütte. Ja. Auch geil. In der Hütte, Alter? Ja, so Viking-Bude. Viking, Alter. Belohnt. Wir fangen die Treppe schon hier an. Und machen über Eck. Ich probiere mich mal aus. Ach geil, guck mal, brauchst du gar keine Wand hinbauen. Wo willst du hin? Ich hole die Stairs. Oh, das hat richtig gekriegt. Schön auf der Zitze. Schön auf der Zitze. Ja, das sieht doch gut aus. Gefällt, ne? Also das mit dem Bett, das müssen wir wahrscheinlich nochmal umstellen, weil es sieht nicht so belohnt aus. Stell dir mal vor, du bist hier oben so drauf, weißt du? Auf der Treppe. Und pennt einer und, da ist über das Gerümpel. Und dann musst du pissen, Alter, und dann läuft das die Scheiße ins Gesicht. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Doppeldecker-Decke, weißt du?
Ja, deswegen meine ich, ob wir auch viel offen lassen. So einfach viel offene Bereiche, weißt du? Mhm. Weil ich glaube, das ist auch modern. Weil wir sind ja in der Wüste, wird eh nicht kalt. Regen ist ja auch nicht. Doch, es hat eben geregnet. Ja, aber das ist unrealistisch. In L.A. regnet zweimal im Jahr oder so. Ja, das war das erste Mal. Das ist hier. So, da hatten wir halt Pech dann. Ja. Oh, und wir machen uns hier so ein Hollywood-Zeichen. Spandau. Spandau. Das wäre witzig. Aber erstmal bauen wir die Hürde zu Ende. Man kann ja arg durchspielen tatsächlich. Ja, es gibt ja eine Story hinter dieser Scheiße und. Ja, man kann hier Sachen spawnen lassen, so ein Viecher, ne? Bossfights und dann kannst du ganz spezielles Equipment kriegen. Und es gab ja auch die Dungeons und so. Ja. Und das ist die Frage, was es hier gibt. Ob wir da mal durch. Ja. Ihr könnt euch ja auch mal daran beteiligen. Ihr könnt ja mal. Ich meine, das wird natürlich alles dauern. Wir machen jetzt hier erstmal Feintuning. Dann werden wir natürlich diesen ganzen Prozess in Gang kriegen, von wegen. Wir brutzeln uns schön Metallbarren aller. Aber ihr könnt ja mal eure Meinung abgeben, wie ihr glaubt, dieses Projekt so ein bisschen ablaufen wird. Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Den Henno auch. Ja, auch Vorschläge machen. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Sieht aus wie eine Schnecke. Nee. Nee, was ist das denn? Eine Zecke? Das sieht aus wie eine riesige Zecke. Nee, so ein Grashüpfer. Booty, Alter. Wasser, Junger. Back. Wasser trinken. Ich kann hier trinken. Was? Ich kann hier trinken. Ja, ich seh das. Soll ich mal machen? Ja, sauf mal. Oh, gefällt ihm nicht. Presst du das dann hinten aus dem dicken Arsch so raus, oder? Anscheinend. Ekelhaft. Also weiter nach außen gehen wir hier nicht, ne? Nee. Bist du sicher auch? Ja. Oder? Ja. Zack, zack. Ich mach schönes Zäunchen rein. Das finde ich geil. Das hatte ich mir auch schon überlegt. Das sieht doch schon mal. Guck mal, das sieht jetzt schon geil aus. Ja. Gehst du so ran und denkst so. Geil. Spandau. Denkst dir, Spandau. Können wir das hier noch irgendwie verwerten? Dann können wir hier noch irgendwas draufballern? Das kotzt mich so hart an Arc. Das ist natürlich scheiße. In Arc gibt so viel unästhetische Scheiße, die so unnötig ist. Ich lass hier mal auf, weil hier könnte man theoretisch dann noch so rausgehen. Finde ich gut. Machen wir hier einen Lagerfeuerplatz oder so. Gerne. Und da kann man auch so Treppen noch anbauen, ja, dass man da so einen kleinen Übergang hat. Ja, ja, ja. Das ist doch schon ganz schick. Jetzt Ende, oder? Also, warte mal, ich komme mal hoch. Weil hier ist ja die Treppe. So, dann denke ich mir so, oh geil. Hier noch weiter geht. Also. Ich glaube, dann stößt man mit dem Kopf dagegen beim Hochgehen. Ja. Ja, nee, das ist unbelohnt. Hier würde noch gehen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das aussieht. Aber nur für ein Feld wäre nee. Nicht so gut. Nee. Denk ja ein bisschen weiter. Mhm. dass wir das hier quasi als wirklich Schlaf- und Lagerhütte nutzen. Irgendwo haben wir. Okay, ja. Und hier haben wir beispielsweise dann die Fabrikator-Werkstatt. Ja. Und ja. Dann gehen wir auf den nächsten Hügel und haben da dann. Ja, ist legitim. Ist legitim. Findest du gut? Ja, finde ich gut. Supi. Ich würde das jetzt mal mit diesen Streben ausprobieren, Alter. Ja. Da bauen wir mal 4 Stück. Können wir nicht? Können nur 3? Aber das muss geübt sein, ne? Mit den Streben. Ja, weil du musst ja immer mega gucken, wie du die stapelst. Wie weit du die im Boden machst. Ah, ich kann die nur so mitten reinsetzen, ne? Zum Beispiel. Auch unbelastet. Also so ist wahrscheinlich zu tief, oder? Naja, doch, du kannst ja dann drüber stapeln. Es kommt drauf an, wie du es oben enden lassen willst. Ist das zu hoch mit dem Dach? Nee, ich glaube, das ist 2 hoch. Guck mal, so. Und dann ist da so ein Dach drauf und dann können wir hier gucken. Das sieht unten halt unbelohnt aus. Ach so, nee, da musst du ihn höher. Ach so, ich dachte, du wärst unten. Da musst du ihn höher setzen, direkt. Musst du abreißen. Dann mach ich die Scheiße weg. Ah. Geht das nicht höher? Guck mal. Ach, weil das nicht der Boden ist. Aber dann. Hey, aber warte mal, ich dachte, du wolltest da so Schrägdach machen. Ja, ja. Also meine Idee war jetzt quasi hier so 3 Pfeiler. Hier einen hinzustellen, da einen hinzustellen und da. Und darauf das Dach dann zu bauen. Sieht aber natürlich kacke aus, wenn man unten ist und da so eine Scheiße raushängt. Ja, aber ich dachte, du willst es so Wikinger-mäßig machen. Nee, ich würde nämlich jetzt hier noch quasi. Hey, du meintest zu mir, du willst so Wikinger machen. Ja, aber das sieht doch scheiße aus. Guck dir das mal an. Hey, du meintest, du willst es so. Jetzt wartest du mal. So wollte ich das nicht, wie du das gerade. Hey, ich dachte, du willst das so. Nee, so sieht doch doof aus. Hey, wie willst du es denn dann? Erklär doch mal. Ja, ich dachte jetzt, wir machen, ich würde da jetzt gern hin, aber es geht. Jetzt bist du ja runtergefallen. Pfeif alle. Ja. Irgendeiner wird schon kommen. Alter. Kannst du übrigens hier einfach hochgehen, ne? Ich meine ja nur. Yeah. Ehre. Alter. Ich würde halt irgendwie noch in die Höhe wollen. Und deswegen habe ich halt diese. Aber die Schrägdach wolltest du. Nur, dass du es höher. Da drauf, genau, ja. Das geht nicht. Das ist scheiße. Das ist nee, kacke ist. Also, was ginge ist. Dass wir hier eine Wand bauen, ja. Nein. Ich glaube. Und den da unten müssen wir auf Safe wegnehmen. Also, das finde ich richtig. Müssen wir mal gucken, ob das überhaupt geht oder ob dann die anderen einstürzen.
Oh, moin. Also, was ist, wenn du hier unten Pfeiler baust und wir bauen dann ein Dach drauf und dann machen wir es? Ja, ne? Ja, ich glaube, ja. 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 Dann ist ja genau eben mit dem. Ach so, und da willst du dann... Jetzt ein Dach? So meinst du, ne? Und dann hier nochmal und dann... Ja, müssen wir mal schauen. Ja, ich zeig dir das jetzt einmal. Ich hab alles. Eine Ewigkeit später. Dann hast du da einen Abstand und du kannst hier die Veranda quasi entlang gehen. Mhm. Also, weil eben war das ja hier so abgeschnitten. Wenn das fertig ist, sieht's geil aus. Erinnerst du dich, auf meinem Server hatte ich das auch so. Da hatte ich auch so Schrägdache und oben überkreuzen die sich noch so ein bisschen. Das sieht auch geil aus. Hallo? Okay, Entschuldigung. Oben überkreuzen die sich so ein Tucken am Ende. Das sieht auch geil aus. Also ich fand's ganz am Anfang am besten. Ja, ich glaube. So wie links. Ja, ich glaube. Ich glaube, es wird ein schönes Hütchen. So, ne? Ja, das haben die nicht geändert. Früher ging das, war mega geil so an sich, weil dann hast du hier halt wie so eine Viking-Bude oben mit so Giebel und so. Weil ganz ehrlich, diese Schrägdächer sind die größte Schande der Menschheit, wirklich, wie die. Das Witzige ist, die Rampen sind ja wirklich nicht dafür gemacht, aber alle benutzen die, weil die Schrägdächer scheiße sind wie die Nacht. Die Schrägdächer kannst du nur hier anfangen lassen. Ja, Max. Jetzt die Frage, was machen wir sonst? Wir machen jetzt erstmal, wir beruhigen uns jetzt erstmal. Ich bin ruhig. Wir würden jetzt die Folge hier an dieser Stelle abbrechen, meine Damen und Herren. Das macht keinen Sinn mehr. Abbruch. Wir überlegen uns nochmal, wie wir es mit dem Dach machen. Im Endeffekt ist auch nur ein Detail, aber wir wollen es ja auch schön haben. Ja, wir wollen es ja auch wohlfühlen. Ja, ansonsten schaut beim Henno vorbei, ne? Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.